Hallo Freunde, willkommen zurück hier zum alles entscheidenden Match. Wer hat die Nase vorn zwischen den CP-Legenden Friesenjung? Moin! Und meiner einer. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren nicht allzu viel Zeit, machen direkt mal weiter. Ne? Zeit ist Geld. Und genau. Bald ist ja auch hier die Nacht wieder rum. Und dann geht's wieder an die offene Brücke und dann mal schauen, wer noch ein paar Pfeile im Köcher hat. Aha, ich habe da so eine Vorahnung. So, liebe Leute, da sind wir wieder. So, ich mache hier das Feld schon direkt platt. Er kann hier wieder weg. Die Zeit rennt. Ich hoffe, dass Jens gleich dran denkt. Jens hat das Problem. Nein, nicht Jens hat das Problem. Ich habe das Problem, dass Jens viel zu weit ist. Jens muss noch ein Ziel machen. Es steht 7-4 für ihn. Er muss noch ein Ziel machen. Das Ziel heißt bei ihm Sonnenblumen. Und ich wette, dass er schon die erforderliche Menge Sonnenblumen bei sich im Silo hat. Ja. Könnte da ja mal einen Besuch abstatten gehen. Aber, hey. Ich muss mir noch hier... abliefern. Und wieder fünffache Zeit. Ja, perfekt. Lassen. Das bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier noch versuche weiter zu ernten, glaube ich. So schön viel, doch, das bringt mir was. 11. Vielleicht bringt es mir was. Viel, aber etwas. Mal gucken, wie viel er im Silo hat. Hier aus. Moin. Zigtausend. Achtundsiebzigtausend. Noch nicht alle Welt. Fehlt ihm noch ein bisschen was. Hat richtig viel mit Sonnenblumen gemacht, das heißt, die haben einen scheiß Ertrag. Kann das sein? Kann das sein? Ja, das bringt mir jetzt auch nicht mehr so viel hier, aber immerhin etwas.
ich kann dann. Naja. Oh. Okay, noch nicht. Zwei Ladungen pro Feld, so ungefähr. Jetzt regnet das, ich werd weich. Och nee. Bringt mir jetzt zwar auch nichts, aber. Hauptsache gelacht, ne? Weil, wenn du nicht ernten kannst, kann ich nicht ernten, aber egal. Das hat uns gerade noch gefehlt. Rechtzeitig bis zur Stundenwende sozusagen. Er nicht ernten kann. Nicht, dass er jetzt schon die letzten 22.000 Liter hat. So, sehr schön. Habe ich doch noch tatsächlich in Time geschafft.
das hier? Kann ich denn vielleicht Sojabohnen ernten? Müsste mal was generieren, glaube ich. Na klar. Nee, doch nicht. Ich hätte ihn nur noch nicht verschoben. Ach so. Sechshundertsiebenundvierzigtausend im Konto. Sein kann, dass man hier auch was kaufen kann. Das wäre natürlich geil, ne? Dass man eben 100.000 Sonnenblumen kaufen könnte. Ich mache die Brücke wieder auf. In ja, 40 Minuten. 4 Minuten. Das heißt, dann hat Jens noch 7 Minuten Zeit, das Ziel zu erreichen. Ich bin mir daher nicht so sicher, wie weit er da ist, ne?
Hallo. Moin. Moin. Muss ja nur mal gucken. Ja, ja. Schauen, dieser SB3016. Rein, 26.000 hat er da noch drin. 70, 85.000, ihm fehlen dann noch 15.000. Nein, nicht da drunter fahren. Oh, danke. Ganz einfach ein Transfer. Moin. Hallöchen. Ich wollte mir die Dinge mal einfach hier mal so beim Nachbarn angucken. Ja, alles gut. Schau zu und staune. Oh ja. Mir fehlte ja leider gestern ein bisschen das Kleingeld. Sonst hätte ich auf der Mittelinsel, da waren zwei Felder mit Sonnenblumen, dann hätte ich mir die gekauft und hätte dann. Oder bist über... aber 800.000 war viel. Hä? Was? 800.000 oder sowas, das kosten sollte, oder knapp 800, das war schon ein bisschen viel. Ja, richtig. Aber da war ich echt kurz davor, mir. Also hätte ich das Geld gehabt, hätte ich mir das gekauft. Also waren ja sogar zwei Felder und hätte dann versucht, dir damit dann das Leben schwer zu machen, aber. Ich habe mir aber selbst das Leben schon schwer gemacht. Guck dir mal bei mir auf der Insel das Feld Nummer 1 an. Ja, sehe ich. Da ist außen erntereif und innen ist noch irgendwie noch gar nicht so, ne? Oder nee, ach nee, innen ist Raps. Ja, genau, richtig. Wieso macht man das denn? Geistige Umnachtung, würde ich bald sagen. Ist ja gar nicht. Ja, so kann's gehen. Ich guck gerade, was ich noch kaufen kann. Ich habe zu viel Geld. Ich weiß nicht, wohin damit. Ja, ich habe auch noch viel Geld. So. Immer im Shop unterwegs? Ja, sicher.
Gleich. Pflanzen runter. Brücke mal zu fahren. Und er holt hier die letzten paar Ballen. Hier werden es nicht sein. Beiden besser als nichts. Oha, oha. Hinteren Anhänger brauchen wir nicht. Und wisst ihr was? Das heißt, wir noch mal auf noch eine Folge sehen werden. Noch nicht alles vorbei ist. War ja so klar, ne? Der letzte Ball muss daneben gehen. Noch meinen Raps reinhauen. Warte mal, ich bin ja Admin. Kannst du was für mich kaufen? Ja, sofort. Lass mich eben eine Sache beenden und dann kaufe ich was. Na klar. 540, 918. Das muss ich jetzt erstmal an dich überweisen.
das habe ich jetzt zumindest. Habe ich schon mal aufgeholt. Mitte. Brücke. Brücke. Was möchte er denn? Er möchte Feld 8 haben. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Mögest du an deiner Gier ersticken? Nein, Quatsch. Boah. Dann zieht das Trinkgeld zurück, aber. So, wo habe ich denn Mais drauf? 10 und auf 17. Und 17 ist erntereif. Palim, palim. Auch was. Ja. Hätte ich ja nicht mit gerechnet, ne? Der Krieg spielt mir in die Karten. Das ist richtig. Ja, liebe Freunde, dann bedanke ich mich wieder da für eure zahlreichen Klicks, Likes, Abos. Der Friesenjunge natürlich auch. Deswegen. Ja, ja, selbstverständlich. Super mit euch. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.